Erzählt mir, was macht ihr, wenn eure Kids Geburtstag haben? Dreht ihr auch so durch oder was macht ihr? Oder lasst ihr euch irgendwas Spezielles einfallen? Habt ihr irgendwelche Rituale? Erzählt es mir, schreibt es unten in die Kommentare, ich freue mich. Hallöchen, ihr Hübschen. Ja, ich wollte euch erzählen, wie es war an Noahs Geburtstag. Yay! So, meine Schnuggels. Ja, also Noahs Geburtstag war ganz klar unter dem Motto Marvel, Spider-Man und Superhelden. Ich habe noch Masken geholt im H&M, diese Hulk und Thor und Iron Man und so weiter und Spider-Man-Masken für die Kids. Wir haben draußen das Trampolin gehabt. Das Trampolin haben wir voll gemacht mit Luftballons. Und ja, zu Hause haben wir natürlich für Noah eine große Überraschung gehabt, nämlich ein Helium-Spider-Man. Das werde ich euch jetzt mal hier einblenden. Also echt ein riesen Monsterviech. Einen Tag vorher ist mein Mann zu Mytoys gegangen. Da haben wir nämlich dieses Ballonteil gekauft und inklusive Füllung. Man sagte uns extra, ja, kommt einen Tag vorher zum Befüllen, damit der Spider-Man auch lange, lange hält. Und der musste mit dem Auto dahin fahren, damit der das Viech auch transportieren kann. Das ist echt so ein riesen Monsterviech. Und es war so witzig, der hatte den so lange im Keller versteckt. Und mein Mann hat mich immer aufgezogen, geh mal runter in den Keller, da wartet jemand auf dich mit solchen Augen. Ich fand, das war so gruselig. Und an seinem Geburtstag haben wir ihn dann hochgeholt, also einen Tag später praktisch hier hochgeholt, dann ins Wohnzimmer drapiert, in die Ecke. Und die Ecke habe ich auch komplett ausgebaut mit Spinnenweben. Das blende ich euch auch mal ein, mit Spinnenweben oben drüber. Ich habe mich hier so dekomäßig so ausgetobt, Leute. Ich habe hier Spinnenweben ausgelegt und gezogen. Das war auch echt ekelhaft, das anzubringen. Echt ekelhaft, das auch so in den Finger zu haben. Und in diesen Packungen von den Spinnenweben waren auch so kleine schwarze Spinnen. Die habe ich natürlich auch schön reingesetzt. Und die Kinder fanden das natürlich voll gruselig, als sie hier drin waren. Ah, ich fand das aber so witzig. Am Herd, also an der Abzugshaube oben drüber, habe ich auch ein Spinnennetz gezogen und der Noah war voll von den Socken. Der war nur noch dran. Spinne hier, Spinne da, oh mein Gott. Und der fand das voll aufregend, der fand das total cool. Ich guck mal, ob ich den Spider-Man euch verlinken kann unten drunter und auch dieses Netz mit den Spinnen. Das war total günstig. Das habe ich in so einem Karnevals-Discounter gekauft bei uns hier in Köln für, glaube ich, 3 € oder sowas. Aber ich verlinke euch das mal in die Infobox, wie auch alle anderen Sachen, die ich auch sonst mal verlinke. Ja, und ich hatte in dem letzten Video schon gezeigt, meine Spider-Man-Deko-DIY und ich zeige euch das hier nochmal. Das, was ich hier gemacht habe, für die, die es nicht gesehen haben. Und zwar ist das ja hier das Plakat für Noah. Und das hing praktisch bei uns am Buffet oben drüber, also an der Küchenwand. Und davor hatte ich halt das Essen aufgebaut als in Buffetform. Und ja, das ist hier praktisch, damit ich hier die ganze Wohnung bespiele mit Spider-Man. Und hier habe ich auch den Noah nochmal ausgedruckt und von oben runtergehängt, wie halt typisch Spider-Man so von der Decke kommt mit der Skyline von Manhattan, New York. Ist ja ganz klare Sache. Ja, also ich habe richtig Spaß gehabt, mich daran auszutoben. Wer sich das Video gerne anschauen möchte, kann sich das hier angucken. Ich verlinke euch das mal an der Stelle. Und ach so, hier seht ihr auch nochmal so eine Dekospinne. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen hier, diese Plastikspinne. Ist so eklig, die anzufassen. Ist so ekelhaft, echt. Aber hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich wusste gar nicht, dass in mir solche kreativen Einfälle stecken. Aber ich sag's euch, wenn man Mama ist, dreht man am Rad. Erst recht, wenn es um den Geburtstag geht des eigenen Kindes. Also ich, Leute, bin hier wirklich durchgedreht mit Deko und Bestellen und Machen und Basteln und Tun. Und sogar nachts hatte ich eine Idee, bin aufgestanden, hatte schon die Schere in der Hand. Leute, mein Mann sagte schon, was ist hier los mit dir, Kleines? Du drehst ja hier komplett am Rad. Und ich meinte auch schon so, mein Gott, ich bin froh, dass jetzt nur das Geburtstag ist und die Party losgeht, weil hätte ich jetzt noch eine Woche länger, ich glaube, ich hätte noch den Keller dekoriert mit Spider-Man und keine Ahnung was. Und jetzt kommt noch so ein kleines Highlight. Ihr wisst ja, der Noah trägt ja gerne dieses Spider-Man-Kostüm. Und was macht man natürlich als Mama
man verkleidet sich auch. Und was war ich? Na klar, Spider-Mom. Ich blende euch das mal ein. Oh mein Gott. Ich habe dieses Kostüm übrigens auch bei Amazon bestellt. Verlinke ich euch auch sehr gerne für die, die da Bock drauf haben auf sowas. Ich hatte am Morgen selber so ein bisschen die Zweifel, ziehe ich das an, ziehe ich das nicht an. Ja, nein, nein, ja. Mein Mann meinte, das sieht super aus, zieh an. Und das war auch echt ganz witzig. Und das kam auch, glaube ich, ganz gut an bei den Gästen. Und ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle bei all unseren Gästen bedanken. Ich glaube, wir waren fast 30 an der Zahl und 10 Kinder. Und ihr Lieben, ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei allen in Form dieses Videos auch nochmal bedanken für all eure lieben, super süßen und großzügigen Geschenke. Und es war so schön, dass ihr alle da wart. Und ich freue mich, dass der Noah irgendwann mal sein Luftballonbild sehen kann und das auch irgendwann mal versteht. Denn meine lieben Zuschauer da draußen, ich habe ein Bild auch wieder gebastelt in meinem Wahn für alle Gäste, damit sie halt ihre Fingerabdrücke dort verewigen können. Und das Bild ist jetzt fertig und das sieht so cool aus. Und jeder hat auch drunter seinen Namen geschrieben und ich bin darauf ganz, ganz stolz, dass das so funktioniert hat. Alle kleinen Kinder haben auch mitgemacht. Ich hatte extra auch so Fingerfarben und auch Feuchttücher daneben gelegt, damit jeder auch nachher alles abwischen kann. Und ja, das war echt schön. Also es ist eine richtig schöne Überraschung für Noah, für später einmal. Und ja, da weiß er auch, wer alles an seinem dritten Geburtstag da war. Diese Idee habe ich mal auf einer Hochzeit gesehen und habe gedacht, komm, das adaptierst du mal auf den hier auf Noahs Kindergeburtstag. Sonst die letzten Jahre habe ich immer Luftballons steigen lassen und diesmal habe ich gedacht, halten wir doch mal die Luftballons fest. Und das ist uns damit gelungen. Ja. Für den Kindergarten, den ich zusammengestellt habe. Ich habe keinen Kuchen gebacken. Ich habe es mir diesmal wirklich ganz einfach gemacht, weil ich ja so viel Zeit brauchte hier für diese Deko. Hatte ich keine Zeit, noch einen Kuchen zu backen. Und habe einfach Kinderriegel und Joghurette mit Smiley-Aufkleber versehen und auch einfach mit einem Haribo-Cherry-Weingummi-Ding drunter gesetzt. Die Dinger konnten tatsächlich stehen. Das war echt super süß. Ja, das kam auch sehr gut an im Kindergarten. Denn ich brauchte auch wirklich die Zeit, weil ich dem Noah auch eine Spider-Man-Torte gebacken habe. Leute, Leute. Ich hatte auf jeden Fall einen Mordspaß. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitreißen in meiner Begeisterung hier. Ja, es war echt eine super schöne Party. Noah hatte sehr viel Spaß. Ich habe auch dieses Jahr ganz bewusst die Geschenke anders gesteuert als sonst. Man hat mich natürlich wie immer gefragt, was wünscht sich der Noah? Und ich habe allen immer gesagt, bringt einfach nur eine Kleinigkeit mit, damit er was auspacken kann und dann einfach, wer noch was dazugeben möchte, einfach in Form von einem kleinen Scheinchen in einem Umschlag. Und das habe ich alles am Montag direkt zur Bank gebracht auf Noahs Sparkonto. So gehört sich das, damit er auch später einfach weiß, ja, das Geld ist nicht nur von Mama und Papa, sondern auch das Geld, was an meinen Geburtstagen dazugekommen ist. Das ist auch mir. Ja, das finde ich eine schöne Idee. Hat er auch später was von, wenn er sein Studium vielleicht antritt oder irgendwohin ein Auslandssemester macht oder was weiß ich, sich seine Wohnung einrichten möchte, Führerschein, whatever, soll er machen damit, was er möchte, damit er Hauptsache glücklich ist. Und dann ist die Mama auch glücklich, die Spider-Mom. Ja. Und ach so, und ich habe
Ich habe auch etwas geschenkt bekommen. Ich hatte, glaube ich, mal erzählt, kurz vor Noahs erstem Geburtstag in irgendeinem Video, dass dieser Tag ja nicht nur den Kindern gebührt, weil sie an dem Tag geboren sind, sondern nein, auch den Mamas. Leute, liebe Mamas da draußen, lasst euch feiern. Es ist nicht nur der Tag eures Kindes, sondern es ist auch euer Tag, denn ihr habt der Welt ein Leben geschenkt. Und das ist unser Tag, das ist auch unser Mama-Tag, das ist auch für mich mein zweiter Geburtstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, weil ich Noah das Leben geschenkt habe, sondern einfach auch, weil ich auch diese schwere Geburt damals überstanden habe. Man liegt stundenlang in den Wehen, schmerzhaft, und ich finde, dass dieser Tag gebührt auch mir, und der Tag ist für mich viel, viel wichtiger als mein eigener Geburtstag. Mein eigener Geburtstag war mir ehrlich gesagt, Leute, noch nie wichtig, außer als Kind fand ich es immer ganz aufregend, aber das war so schnell vorbei. Und auch mein wichtiger Tag, weil ich feiere das Leben. Es ist ein Tag, an dem die Welt ein neues Leben geschenkt bekommen hat. Ein Mensch ist auf Erden gekommen, und wer weiß, was er irgendwann mal mit diesem Leben anfängt und vielleicht dieser Welt Gutes geben kann. Ja, und ich sehe das halt immer so, ja, sehr spirituell und auch sehr, auf sehr göttliche Art und Weise. Und ja, das ist für mich einfach ein ganz besonderer Tag. Und wir Mamas sollten alle diesen Tag groß feiern, auch um unseren Willen, weil wir der Welt einfach ein Leben geschenkt haben. Oh Gott, ich drehe wieder voll durch. Ja, und meine Schwester hat mir, total süß, meine kleine Schwester Vanessa, hat mir für mich als Mama ein Geschenk gemacht und hat mir diesen Engel hier geschenkt. Diesen kleinen süßen Engel als Anhänger, da steht drauf: Dieser kleine Schutzengel soll dich stets begleiten und beschützen. Ich zeige euch das jetzt mal. Ups. So, das ist der kleine süße Engel. So süß. Ich liebe diesen Engel so. Ich habe mich so gefreut, als ich das ausgepackt habe. Die sagte, ich habe das gesehen und es hat mich sofort an dich erinnert. Ja, ich habe auch schon eine kleine Silberkette dafür. Und dann werde ich das durchziehen und mir dann um den Hals binden. Und ich freue mich darüber schon. Ja. Ich liebe diesen kleinen Engel. Dankeschön, meine süße kleine Vanessa. Okay, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie nichts vergessen. Fotos habe ich euch hoffentlich jetzt auch eingeblendet. Und ja, wo immer ihr auch gerade seid, ne? Passt immer schön auf euch auf. Tschüss und bis zum nächsten Mal.